scheiße angefangen und jetzt geht's ja auch scheiße weiter. Weil ich zwischendurch dachte, okay, könnte vielleicht doch ganz gut werden. Aber nein! Hey Leute, was geht? Und willkommen... Ach Gott, ich bin so blöd, ey. Was ist denn mit mir los, ey? Muss daran liegen, dass ich schon jetzt das alles am Stück aufnehme und ich langsam selber durcheinander komme, weil ich hier so viele Aufnahmen habe. Ja, willkommen zum vierten Rennen auf... Keine Ahnung, ich habe es gerade echt total verpasst. Ich bin einfach super organisiert hier. Ja, mittlerweile ein bisschen durcheinander. So viele Aufnahmen hier, Zweitbildschirm, TS ist noch am Laufen und... Ich komme, ja, langsam so ein bisschen durcheinander. Naja, egal. Wir sind hier im vierten Rennen und ich weiß auf jeden Fall, dass wir wirklich nach weiter vorne fahren sollten und nicht hinten rumpimmeln sollten. Das ist definitiv besser. Und dann wollen wir mal gucken, was wir hier auf jeden Fall reißen können. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Das ist ja frech. Oh, nee. Okay, ich habe kein gutes Gefühl bei der Strecke. Das fängt schon mal richtig scheiße an. Und ich glaube, da ist uns jemand gerade ans Heck gefahren. Weil das ist sonst noch nie ausgebrochen. Sehr, sehr mysteriös. So. Okay, lasst uns starten hier ins Rennen. Mal gucken, wo es uns hinführen wird. Ich hoffe doch weit nach vorne. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch... Den Sieg brauchen wir auf jeden Fall noch. Damit wir die meisten Siege schon mal haben. Und dann müssen wir echt gucken, von wegen punktemäßig... Was sich durchs letzte Rennen halt so ergeben hat. Das war nämlich ziemlich kacke. Also wir dürften uns jetzt keinen größeren Fauxpas mehr leisten. Aber solange wir nicht überall wieder rausfliegen, müsste das eigentlich zu schaukeln sein, das Ding. Oh, Alter. Aber ja, wer weiß, wie sich das hier alles so entwickelt. 9 Sekunden haben wir Rückstand. Das ist natürlich eine ganze, ganze Menge. Ob wir die dann so wirklich... reinholen, ist die große Frage, die sich gleich hoffentlich beantworten wird. Selbstständig. Selbstständiges Beantworten ist sehr, sehr wichtig. So, hier gegen gerade. Mal gucken, ob die Höchstgeschwindigkeit angebracht ist. Wahrscheinlich ist sie wieder ein bisschen hoch. Ja, sie ist zu hoch. Kacke. Ist ein bisschen zickig. Ist gleich ein LFA, den wir uns gleich holen müssen. Die haben halt wirklich so einen geilen Sound, ey, den feiere ich richtig. Woppa. Sehr schön hier reingefahren und jetzt auf die Zielgerade. Jawohl, die kriegen wir, sind wir gut hier dabei. So, dritter Gang, zweiter Gang. Okay, erste Runde haben wir, sind Platz 8, was erstmal ganz okay ist. Jetzt müssen wir bloß gucken. Wie wir jetzt am besten am schnellsten nach vorne kommen und da dann noch bleiben und uns nicht irgendwie wieder irgendwo im Graben oder im Kiesbett wiederfinden. Ist immer sehr unangenehm, möchte ich sagen. Und hier machen wir schon mal die ersten Anzeichen wieder, dass der Wagen dann nach außen will. Aber das kann ich gar nicht unterstützen. Finde ich nicht gut. So, zweiter Gang. Oh, bleib auf der Strecke. Sehr schön. So muss das sein. Das lobe ich mir. Halte ich mal rechts hier. Nein, nicht so weit nach links. Nein. Ui, das war sehr knapp. Komm schon. Ab in zweiten. Sehr schön. Genau da bleibst du mir, Kollege. Genau da bleibst du. Okay, ab in zweiten und rum, 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 rum. Jawohl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Herren. Das Rennen, das kann echt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 8,6 Sekunden immer noch. Oh Gott, ich hab... ich habe leider hier ein ganz schlechtes Gefühl bei diesem Rennen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn wir das nicht gewinnen, dann wird es richtig knapp. Mit dem Pokal. Zumindest mit dem goldenen Pokal wird es knapp. Und wir rutschen. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Ja, das hat uns jetzt natürlich komplett rausgehauen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt haben wir ein richtiges Problem. 9. Platz, ey. Und wir gehen jetzt in die 3. Runde, Alter.
Diese dumme LFA hier. Und wir hauen uns schon wieder raus. Ich glaub's nicht. Alter, das kann nicht wahr sein, ey. Aber es war so klar. Von Anfang an, diese scheiß GT500-Meisterschaft, ey. Hat schon scheiße angefangen und jetzt geht's ja auch scheiße weiter. Weil ich zwischendurch dachte, okay, könnte vielleicht doch ganz gut werden. Aber nein! Oh, fuck, ey. Das ärgert mich gerade extrem. Ach, Mann, ey. Wegen so'n dummen Sachen einfach hier sowas zu verlieren, das ist, oh, das ist so ärgerlich. So, jetzt mal gucken, ob wir es noch irgendwie gerettet bekommen durch semi-professionelles Fahren. Oh, zu früh gebremst, oh Gott. Okay, jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Das ist dann immer so ein bisschen, sich dann nach so'n ärgerlichen Sachen wieder ordentlich reinzufinden, das ist immer sehr, sehr schwer. Zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Könnt ihr ja mal sagen. Aber wenn man dann so richtig irgendwie gefailt hat oder so, dann nochmal reinzukommen, boah, das ist so, das ist echt schlimm. Okay, die Kurve haben wir wenigstens einigermaßen bekommen. Achter Platz, ey. Oh weia. Oh wei, oh wei, oh wei. 10 Sekunden. Boah, Alter. Also, falls wir noch einen Fehler machen, dann schaffen wir es definitiv nicht mehr. Dann können wir das echt an den Nagel hängen, das Rennen. Also zumindest den Sieg hier in dem Rennen. Okay, das war eher semi-professionell gefahren, aber wir haben es trotzdem noch einigermaßen gerettet. Und jetzt ist hier schon Zielgerade, vorletzte Runde. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Na, das wird jetzt ein richtiges Spektakel zum Ende, möchte ich sagen. Ah, er macht einen Fehler. Damit kriegen wir ihn. Okay, jetzt darf uns bloß nicht das Gleiche passieren, ansonsten stehen wir genauso blöd da. Ah. Boah, das war knapp. Beinahe wäre es soweit gewesen. Okay. 7. Platz sind wir, Alter. Das sind noch so viele Wagen. Ob wir die noch alle kriegen, ich weiß es nicht. Sehr spät gebremst, aber wir kommen rum. Wow. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das war gerade eben ziemlich geil. Aber hier treibt es uns zu weit nach außen. Boah, gerade so noch gerettet. Jetzt werde ich doch schon so ein bisschen nervös. Und vergesse zu schalten. Das ist natürlich richtig ungünstig. Ich versuche mich gerade so ein bisschen wieder runterzubringen. Aber jetzt ist, glaube ich, vorbei. 4 Sekunden. Vielleicht schaffen wir das noch. Müssten wir eigentlich noch schaffen. Bloß keinen Fehler mehr machen. Okay, wieder ein LFA. Die machen mich immer so ein bisschen kirre. Weil die einfach diesen Übermotor haben. Diesen Übersound. Der irgendwie total krass ist. Der mich total beeindruckt, ohne Spaß. Und deswegen, da wird man dann schon teilweise ein bisschen nervös, wenn man dann hinter so einem ist und die dann überholen muss. Ah, fuck, 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 fuck. Okay, diesmal haben wir es aber wenigstens ein bisschen besser gerettet, den Fehler. Und wir sind ja 3. Platz. Das heißt, wir haben noch eine Runde, um die beiden vorne zu überholen. Das müsste eigentlich machbar sein, ohne größeren Fehler. Okay, das haben wir. Oh, zu früh wieder gerade gezogen. Das war ein Fehler. Oh, und jetzt wird der Controller langsam ein bisschen rutschig. Oh Gott, ich bin sehr aufregend. Also nicht ich bin aufregend, sondern ich bin aufgeregt. Ich bin eher nicht so aufregend. So, der letzte LFA, den haben wir auch noch geraped. Also natürlich bin ich aufregend, ja. Also nicht, dass er hier denkt, ich bin langweilig. Nee, nee. Oh Gott, was laber ich hier für eine Scheiße. So, wir sind Erster. Ich sollte mich mehr aufs Rennen konzentrieren und nicht aufs Scheiße labern. Weil da hat Danny den Oscar für abgeräumt. Oder kriegt ihn dafür, wenn es dafür jemals einen gibt. Nein! Ich krieg bloß einen fürs ultimative Failen. Alter. Und das meine ich. Dann ist man aufgeregt und dann passieren so eine Fehler. Okay, aber wir haben noch ein paar Kurven. Vielleicht kriegen wir ihn ja jetzt schon.
Nein, hier auf jeden Fall noch nicht. Oder vielleicht doch. Nein. Aber nächste Kurve kriegen wir. Jetzt bleiben wir hier im Windschatten oder wir holen uns ihn auf der Geraden. Woo! Nice. Von vorne sieht er aber hässlich aus. Muss man einfach mal so sagen. Oh, bremsen. Ui. Aber jetzt kommt noch die Hasskurve. Und wenn wir die meistern, dann haben wir's. Oh, schön nervös hier durch. Macht sich immer sehr gut. Aber wir haben's. Wir haben's. Mal wieder ein Sieg. Jawoll, das macht das Ganze ein bisschen entspannter in der Punktewertung. Alter, nice. Mit 0,8 Sekunden haben wir das Ding hier noch geraped. Und ja, morgen kommt dann das letzte Rennen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, gebt doch mal einen Daumen nach hoch. Würde mich sehr, sehr freuen. Und vergesst das kostenlose Abo nicht. Und dann sehen wir uns morgen in der letzten, im letzten Rennen zu dieser Meisterschaft. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Lasst es euch gut gehen. Macht nicht zu viel Scheiße. Und bis morgen. Tschüss.